Mit Julia Rogel im Sattel weicht noch mal zurück der vierjährige Wallach. Die Starthelfer bemühen sich um Nolan. Jetzt geht Nolan hinein. Pferde drin, komplett, siebtes Rennen. Start ist erfolgt an der 2300 Meter Marke. Togetherness in der Bahnmitte hatte einen sehr schnellen Start. Mit dabei Opera Snow gleich in vorderer Linie, dann rückt auch Nabatea bereits auf. Das sind im Moment hier die ersten Teilnehmer. So geht es zum ersten Mal die Gerade herauf. Wir sehen hier eine dichte Spitzengruppe. Auch Perry Moonshine hat sich hier mit nach vorne geschoben. Die Führung aber hat innen Opera Snow. Opera Snow, Togetherness, Perry Moonshine, Marina Marshall. Nabatea ist jetzt fünfte vor Lackerball. Dahinter sieht man die Rennfarben von Parmenta. Dahinter eine Lücke entstanden. Da ist Nolan Vorletzter und hinter dem Feld Decibel Debreuil. So geht es in die Nordseite jetzt hinein. Minimal im Vorteil befindet sich im Moment Prairie Moonshine. Prairie Moonshine innen in der Nordseite voraus. Und so geht es bald schon in die Gegenseite hinein. Togetherness dahinter, jetzt Nabatea im Vorwärtsgang. An der Innenseite sieht man Opera Snow mit dabei. Marina Marshall genau in der fünften Position mit Parmenta. Lackerball, einige Längen Abstand zu Nolan. Und ja, noch weiter zurück Decibel Debreuil hinter den Pferden. Die Pferde sind in der Gegenseite und hier hat Togetherness die Spitze an sich gerissen, ging an Prairie Moonshine vorbei, sofort aber Nabatea mit Philipp Minarek außen. Die Farben des Stalles Nizza übernehmen den zweiten Platz. An der Innenseite ist Prairie Moonshine drittes Pferd vor Marina Marshall, Parmenta, Lackerbell auf dem sechsten Platz zu sehen. Dahinter lässt Opera Snow jetzt federn, wird hier ganz zurückgereicht. Hinter dem Feld Nolan weiter mit Decibel Debreuil noch weiter zurück. Die Pferde sind in der Südseite, Togetherness, aber außen Nabatea. Die Stute rückt jetzt heran. An der Innenseite kämpft weiterhin Prairie Moonshine für ein Platzgeld mit. Dahinter Marina Marshall und Parmenta fünfter, sechstes Pferd Lackerball. So geht es in den Einlauf. Togetherness führt. Togetherness, Nabatea ist zur Stelle. Togetherness mit Nabatea. Dahinter ist Prairie Sunshine. An der Innenseite weiterhin gut im Rennen. Aber Togetherness im Vorteil. Togetherness, dahinter versucht Nabatea ranzukommen. Das gelingt jetzt nicht mehr. Dafür kommt Prairie Moonshine jetzt wieder in die zweite Position. Rückt jetzt noch heran. Togetherness mit Prairie Moonshine, aber Togetherness an der Spitze. Togetherness, Josef Boyko, vierter Siegritt heute. Gewinnt vor Prairie Moonshine. Dahinter Nabatea, die Favoritin, dritte. Und dann Abstand zu den Nachfolgern. Da war dann Marina Marshall zu sehen mit Parmenta und Lackerball. Und weit zurück dann Nolan vor Opera Snow und Decibel Debreuil. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch. Siebtes Rennen, Preis der Galoppsportfreunde. Siegte mit der 2 der fünfjährige Wallach Togetherness. Auf dem zweiten Platz ist die 7 Prairie Moonshine. Drittes Pferd die 9 Nabatea. Und auf dem vierten Platz die 4 Marina Marshall.
Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch. Siebtes Rennen, Preis der Galoppsportfreunde 2, 7, 9 und die 4.